Seit einem Jahr heißt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Wer er ist, wie er Frankreich umkrempelt und welche Rolle er in Europa einnimmt, dazu jetzt gleich mehr in Alpha Demokratie. Völlig überraschend hat es Emmanuel Macron vor einem Jahr geschafft. Er ist Frankreichs neuer Präsident. Er zeigt einen neuen Regierungsstil und er hat erst einmal Erfolg damit. Kann sich der 40-Jährige weiter durchsetzen? Kann er Frankreich wirklich aus 30 Jahren Reformstillstand befreien? Und welche Rolle spielt Frankreich mit ihm in Europa? Fragen über Fragen und darüber spreche ich mit Herrn Professor Frank Basner. Herzlich willkommen. Sie sind Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Ja, ein Jahr Macron, hat er seine erste Bewährungsprobe bestanden? Ein absolutes Ja auf diese Frage, weil er hat sowohl innenpolitisch als außenpolitisch schon sehr viel bewirkt. Die Geschwindigkeit ist etwas atemberaubend. Ich weiß nicht, ob er das durchhalten kann, 5 Jahre, aber es ist bemerkenswert, wie viel er tatsächlich schon umgesetzt hat von seinem Wahlprogramm. Mhm. Als Macron sich als Präsidentschaftskandidat präsentierte, da traute man ihm allenfalls einen Achtungserfolg zu. Es war am 7. Mai 2017, da gewann Macron die Stichwahl gegen die rechtspopulistische Kandidatin Le Pen vom Front National. Emmanuel Macron inszeniert sich von Anfang an perfekt. Am Tag seiner Wahl versammelt er seine Freunde und Wähler am Louvre, dem bedeutenden Museum in Paris, und er lässt sich dort feiern. Er lässt die Europa-Hymne abspielen und er zeigt sich in ähnlich großer Pose wie schon seine Vorgänger Mitterrand und de Gaulle. Nie zuvor hat sich jedoch ein französischer Präsident so klar und so deutlich und emotional zu Europa bekannt. Herr Professor Basner, also ganz klar sagt Macron, ich stehe hier ganz klar für Europa. Haben die Franzosen ihn deshalb gewählt oder war es letztendlich doch eine Verlegenheit, weil ja keine bessere Alternative da war, um die Rechtspopulisten aus dem Feld zu schlagen? Da kommen viele Elemente zusammen. Das eine ist natürlich schon, dass er der Überraschungskandidat war. Er war mutig, ein ganz nicht neues Gesicht, aber ein sehr junges, frisches, dynamisches Gesicht. Er ist aus dem Amt des Wirtschaftsministers hinausgetreten und hat, was ihm keiner richtig zugetraut hat, tatsächlich es geschafft, eine Bewegung zu gründen. Und die hat ihn dann im Endeffekt auch getragen. Von daher war es schon Teil seines eigenen Verdienstes, etwas anderes zu machen, fast schon gegen das Establishment, zu dem er eigentlich selbst gehörte, etwas zu tun. Das Zweite ist die Schwäche der anderen Kandidaten. Man muss natürlich auch sehen, dass François Fillon, der klassische bürgerliche Kandidat, wo schon alle dachten, der wird jetzt Präsident, mit seinen diversen etwas peinlichen Affären sich selbst aus dem Feld geräumt hat. Und dann kommt natürlich auch, da haben Sie recht hinzu, dass ganz viele gesagt haben, auf keinen Fall Marine Le Pen. Deswegen wählen wir jetzt den anderen Kandidaten, geben ihm eine Chance. Ich glaube, die Elemente zusammen haben ihm dann doch eine gute Mehrheit gegeben. Ja, also sieht ja fast so ein bisschen aus, als hätte er viel Glück gehabt, weil alle Rahmenbedingungen gut zusammengespielt haben. Absolut, Glück des Tüchtigen. Okay, Glück des Tüchtigen. Macron prägt einen völlig neuen Regierungsstil. Also er ist ein Macher, er zaudert nicht, er macht. Würden Sie sagen, ist er mehr Manager oder mehr Politiker? Er sagt von sich selbst, ich mag keine Politik, ich liebe das Handeln. Das glaube ich ihm aber nicht so richtig. Das ist natürlich sehr politisch, was er tut. Und ganz neuer Regierungsstil, ja, wenn man es vergleicht mit François Hollande und Nicolas Sarkozy oder auch Chirac vor ihm. Wenn wir zurückgehen zu de Gaulle, der wurde eben interessanterweise schon genannt, dann haben wir doch einige Parallelen. Auch de Gaulle, ein absolut auf Handlung und entschlossenes, auch fast dirigistisches Handeln ausgerichteter Staatschef, da kann man schon einige Parallelen sehen. Von daher Manager, ja, es gibt Elemente, die man so nennen kann. Er umgibt sich mit sehr erfahrenen auch Verwaltungsbeamten, Top-Beamten, die einfach ihre Dossiers gut kennen. Das riecht so ein bisschen nach technischer Regierung. Aber sein Handeln selber ist sehr politisch, außenpolitisch genauso wie innenpolitisch. Weil Sie sagen, technische Regierung. Also es wird Macron ja oft ein technokratischer Regierungsstil vorgeworfen. Also er verzichtet gerne mal auf große Debatten, auf umständlichen Austausch von Argumenten und ist sehr entscheidungsfreudig, sehr schnell in seinen Entscheidungen, wie Sie schon sagten. Aber ist er damit letztlich nicht auch ein undemokratischer Präsident? Man muss sich erinnern, dass die französische Verfassung
dem Präsidenten eine starke Position gibt. Das ist völlig anders aufgebaut als in Deutschland. Das ist also keine parlamentsbasierte, hauptsächlich parlamentsbasierte Demokratie. Das ist eine Präsidialrepublik, das muss man schon so sagen. Das heißt, das Parlament hat einfach auch weniger Rechte. Klar kann man sagen, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel mit Dekreten regiert, dass nicht das Parlament ganz entmachtet wird, das mag schon sein. Aber es ist nicht so, dass dort keine Debatten stattfinden. Sie können täglich eigentlich Debatten in der Assemblée Nationale beobachten. Da geht es auch manchmal richtig zur Sache. Da wird manchmal viel mehr diskutiert, gebrüllt, gestritten, als im Bundestag der Fall ist. Also ich glaube nicht, dass hier eine Attacke aufs Parlament stattfindet. Das ist nicht der Fall. Aber nochmal, im Institutionengefüge der Fünften Republik ist der Präsident eben sehr stark. Und beteiligt sich Macron auch an den Debatten? Nein, das ist eigentlich auch nicht seine Rolle. Dafür hat er einen Premierminister und eine Regierung. Die wird angehört im Parlament, die muss Rede und Antwort stehen. Nur in Ausnahmefällen tritt er sozusagen vor die versammelten Kammern. Das hat er auch schon mal getan, wo Senat und Assemblée Nationale eben zusammen dann im Konvent, im großen, beide Kammern vereinenden Tagungssaal in Versailles sitzen. Und dann kann der Präsident sprechen. Das hat er gemacht und wird er auch wieder tun, denke ich. Um zu verstehen, wie Macron tickt, wollen wir einen Blick auf seinen Werdegang werfen. Er war Manager, bevor er politisch durchstartete. 14. Mai 2017. François Hollande, 5 Jahre französischer Präsident ohne viel Fortune, führt seinen ehemaligen Parteifreund, ehemaligen Berater, Wirtschaftsminister und jetzt Nachfolger in den Élysée-Palast. Emmanuel Macron ist beim Amtsantritt 39 und damit jüngster französischer Präsident aller Zeiten. Er hat Philosophie, Politik und Verwaltung studiert und erfolgreich als Investmentbanker gearbeitet. Aus dieser Zeit stammt vermutlich seine Fähigkeit zur schnellen Entscheidung. Mit dem Wahlsieg Hollandes geht Macron in die Politik, steigt aber 2016 aus der Regierung aus und gründet die europafreundliche liberale Partei En Marche. Als Präsident gilt er als hocheffizient und machtorientiert. Nach außen gibt er sich stets diplomatisch und verbindlich, aber auch mit einem Hang zur großen Geste. Den Antrittsbesuch bei Europas Schreckgespenst Donald Trump meistert Macron souverän, auch wenn das Gastgeschenk, eine junge Eiche wegen der US-Quarantänebestimmungen, nicht lange im Garten des Weißen Hauses stehen darf. Also der geschenkte Baum muss wieder weg, aber Macron hat dennoch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Was zeichnet ihn aus? Was macht ihn denn so zum politischen Senkrechtstarter? Muss man unterscheiden, glaube ich, zwischen Innenpolitik und Außenpolitik. Innenpolitisch hat er einfach Glück. Wir haben schon mal das Glück bemüht, aber er hat auch das Glück, dass die Reformen, die Hollande ja durchaus angestoßen hatte, wenn sie auch ein bisschen zögerlich waren vielleicht, die tragen jetzt Früchte. Die Unternehmen machen wieder mehr Gewinn, die Arbeitslosenzahl sinkt deutlich, das Wachstum ist besser als erwartet. Das spielt ihm alles natürlich in die Hände, da er sagen kann, gut, wir sind im Aufwind, dann machen wir jetzt diese Reformen in einer positiven Stimmung. Außenpolitisch, glaube ich, hat er einfach ein paar fast schon freche Ideen gehabt, die aber gesessen haben. Donald Trump einzuladen zur Militärparade, wo er eben wusste, dass der einfach Uniform einfach klasse findet, das war schon gut. Ja? Und ihn dann auf den Eiffelturm einzuladen zum Essen, das Kitschigste, was man eigentlich machen kann, aber das dann natürlich total gut ankam bei Trump, da muss ich sagen, gute Berater oder gute Intuition, ist mir jetzt ganz egal, wer es dann erfunden hat, das ist sicherlich eine gute Sache. Und der Staatsbesuch in den USA war auch von vorne bis hinten durchdacht, bis hin zu den schwierigen Szenen, wo es dann wieder um Händeschütteln hin und her, wer schüttelt länger ging. Ich denke, da muss man sagen, mutig, frech, ein bisschen ungewohnt, aber insgesamt doch gelungen. Aber der Mut ist schon eine Charakterstärke des Emmanuel Macron. Absolut, ja, ja. Er geht auch den Diskussionen mit seinen eigenen Beratern nicht aus dem Weg. Auch wenn er in Situationen kommt, wo er mit Bürgern diskutieren kann, dann diskutiert er eben. Da er selbst überzeugt ist, dass das Argument trägt, er ist sehr in der aufklärerischen Tradition des selbstständigen Denkens eigentlich, ja, verhaftet. Und das ist dann schon gut zu sehen, dass da mal ein Präsident ist, der selbst Argumente auch ad hoc dann generieren kann. Also offenbar hat Macron gute Berater, seine engste Beraterin, das scheint ja seine Frau zu sein, Brigitte, 24 Jahre älter als er. Nein. Er hat sich als Schüler in sie verliebt, sie ist seine Französischlehrerin gewesen. Warum kommt gerade das bei den Franzosen gut an? Ich weiß nicht, ob man das bei uns in Deutschland so gutieren würde. Das ist einfach eine sehr elegante Erscheinung. Sagt vernünftige Sachen. Ich denke jetzt mal inhaltlich, als engste Beraterin. Ob das so stimmt, müssen wir auch noch mal überlegen. Jedenfalls ist es immer so gewesen, dass in der Fünften Republik die Partner der jeweiligen Präsidenten schon eine Rolle gespielt haben. Das war gut, bei De Gaulle auch so. Yvonne hat sich auch immer eingemischt, wo man sie nicht gefragt hat. Also ich würde mal sagen,
sie ist vielleicht in einer besonderen Rolle, weil sie nicht zurückhält mit ihrer Meinung. Sie sagt ganz offensichtlich, auch wenn sie mal etwas nicht richtig findet, ob sie engste Beraterin ist, ob das nicht vielleicht doch dann auch noch andere um ihn herum sind, das müsste man mal im Detail untersuchen. Aber sie ist eine positive Figur, die Franzosen mögen sie, sie schätzen sie, sie sind stolz auf sie, das ist auch gut. Und ich denke auch, dieser Altersunterschied, der mal andersrum ist, als es sonst immer üblicherweise ist, ist auch schick. Okay, Macrons Erfolg insgesamt ist sehr beachtlich. Er hat innerhalb von einem Jahr eine Partei aus dem Boden gestampft und mit der bei den Parlamentswahlen gesiegt. Hier ist das Ergebnis des ersten Wahlgangs 2017. Macron konnte sich mit den etablierten Parteien nicht identifizieren und warb bei den Wählern für eine Erneuerung in Frankreich mit seiner Partei, die heißt La République en Marche, zu Deutsch die Republik im Aufbruch. En Marche gilt ja als progressiv-sozialliberal. Und damit ist Macron an den alteingesessenen Konservativen und den gespaltenen Sozialisten locker vorbeigezogen und vereint nun die Mitte auf sich. Damit konnte er sogar die Rechtspopulisten vom Front National aus dem Feld schlagen. Herr Professor Basner, was sagen Sie, welchen Nerv hat Macron denn da getroffen bei den Franzosen? Wir können ja in allen Demokratien, in gerade Westeuropa und auch in den USA, beobachten, dass es eine gewisse, wie soll man sagen, Unzufriedenheit mit dem Establishment gibt. Es ist ein Wunsch nach was Neuem. Es ist ein Wunsch, Sachen aufzubrechen, Verkrustungen einfach zu sprengen. Und diesen Wunsch, dass was Neues passiert, von dem da auch übrigens Marine Le Pen sehr profitiert hat, immer in Frankreich, den hat er bedient. Und diesen Wunsch hat er irgendwie aufgenommen und gesagt, natürlich bin ich Teil des Systems auf der einen Seite. Er hat nie gesagt, das System ist falsch. Er hat nur gesagt, wir müssen es viel dynamischer, viel offener, viel freier auch interpretieren. Und ich glaube, da hat er bei vielen Franzosen den Nerv getroffen. Jetzt passiert was. Ja? Wir sind wieder da, es ist Dynamik da. Es ist nicht dieses abwartende Verwalten, sondern es ist wirklich Gestalten. Und da, glaube ich, sind sowohl die liberalen Kräfte, die ihm jetzt ideologisch nahestehen, als auch die, die einfach gesagt haben, es muss sich was ändern in diesem Land, die waren plötzlich beide da, um zu sagen, gut, den wählen wir jetzt. Auch seine Abgeordneten, die kein Mensch kannte. Viele waren ja völlig unbekannte, unbeschriebene Blätter. Ich habe in Paris jemanden getroffen, der sagte, er sei ins Wahlbüro gegangen und hat gesagt, sagen Sie mir, wie der Kandidat von dem Macron heißt, will ich wählen. Das heißt, der Wähler wusste nicht, wer das war, hatte keine Ahnung von der Person, wollte aber unbedingt seinem Präsidenten jetzt eine Mehrheit geben. Das ist, glaube ich, ein schöner Effekt. Aber warum glauben Sie, Macron ist ja noch relativ jung mit 40 Jahren, damals 39 Jahren, warum trauen die Wähler gerade ihm zu, Reformen wirklich durchzuziehen? Versprechen kann man ja viel im Wahlkampf. Es ist vielleicht auch so, dass eine gewisse Erkenntnis in der Bevölkerung doch sehr breit da war, dass man ein paar Sachen anpacken muss. Dass man sich nicht immer nur in der bequemen Zeit von gestern aufhalten kann. Dass man die Globalisierung nicht vorbeilaufen lassen kann irgendwo anders und so tun, als habe man nichts damit zu tun. Ich bin ja auch viel in Frankreich unterwegs, schon oft das Gefühl gehabt, eigentlich weiß jeder, dass sich was bewegen muss. Und nun kommt einer, der das mit Überzeugung sagt und nicht mit halbherzigen Notwendigkeiten. Er hat noch nie gesagt, es gibt keine Alternative zu meiner Politik. Er hat immer gesagt, ich mache die richtige Politik. Und das ist ansteckend und ich glaube, das ist auch Teil seines Geheimnisses und seines Erfolges, bis jetzt zumindest. Mhm. Ein Haufen Themen hat Macron ja innenpolitisch abzuhandeln. Sie sagten schon, er hat bereits die ersten Erfolge eingefahren. Die Wettbewerbsfähigkeit in Frankreich war sehr schwach, offenbar steigt es jetzt wieder an. Staatsverschuldung ist hoch, viele Schüler haben keinen Abschluss, die Integration von Migranten ist sehr, sehr schwierig. Jetzt bleibt Macron ja in seiner fünfjährigen Amtszeit nicht mehr viel Zeit, noch vier Jahre. Es sind ja Riesenumwälzungen, Riesenreformen, die er davor hat. Und es braucht Zeit und er muss die Menschen mitnehmen. Legt Macron nicht dann doch ein bisschen zu hohes Tempo für seine Reformen vor? Er muss schnell handeln. Ich glaube, wenn er jetzt auf die Bremse tritt, dann wird er, wie Sie sagen, die vier Jahre irgendwo verstreichen lassen. Ob er wiedergewählt wird, weiß keiner. Von daher macht er eins nach dem anderen. Das ist ganz klar getaktet. Das betrifft die Bildungspolitik. Die hat er schon angefangen zu verändern. Er hat schon gehandelt im Bildungsbereich, schnell, damit es Früchte trägt in vier Jahren. Er ist dabei, auch weiter im Wirtschaftsbereich Dinge zu tun. Die Rentenreform hat er angepackt. Also von daher muss er, glaube ich, schnell handeln. Sonst wird ihm das passieren, was vielleicht Gerhard Schröder damals passiert ist mit seiner Agenda. Da hat er die Früchte nicht ernten können. Die hat Angela Merkel dann abbekommen. Gott sei Dank, irgendjemand hat sie geerntet. Und das möchte er sicherlich verhindern. Ja, und der Beamtenapparat in den Ministerien, der muss ja auch mitspielen. Besteht da nicht die Gefahr, dass, ich sage es mal salopp, das Imperium irgendwann zurückschlägt? Denn alle müssen Macron gehorchen.
Na, alle müssen Macron gehorchen, ist etwas übertrieben. Ich meine, wir haben Opposition im Parlament, es gibt Opposition auch in der öffentlichen Meinung, in der Debatte. Aber es ist schon richtig, die Beamtenschaft hat plötzlich da einen gewissen Druck. Man erwartet viel, dass viel gearbeitet wird, dass effizient gearbeitet wird. Und dass es bei manchem dann auch dazu führt, dass er eigentlich lieber streiken würde, das kann ich mir gut vorstellen. Also Macron hat bereits einiges geschafft. An einer Reform könnte sich Macron aber die Zähne ausbeißen. Das ist die Bahnreform. Er will die französische SNCF privatisieren, nach deutschem Vorbild. Staatsbahnen der Konkurrenz öffnen und die Privilegien der Beschäftigten beschneiden. Da bleibt natürlich die Reaktion nicht aus. Am berühmten Pariser Bahnhof Gare de Lyon geht gar nichts mehr. Normalerweise herrscht hier um diese Zeit Großbetrieb, jetzt nur Geisterstille. Seit dem 3. April schon streiken die Eisenbahner. 3 Tage arbeiten, 2 Tage Streik. An einem Streiktag wie heute geht gerade mal einer von 6 Fernzügen raus. Sie wollen durchhalten, komme was da wolle, es geht für sie um viel. Bei der staatlichen Eisenbahn ist man unkündbar und die Lokführer dürfen schon mit 52 gut versorgt in den Ruhestand gehen. Die anderen Bahnbediensteten mit 57. Außerdem gibt's Freifahrtscheine für die ganze Familie. Schon frühere Präsidenten und Regierungen wollten die Privilegien bei der Eisenbahn abschaffen, doch alle sind bisher am Widerstand der Beschäftigten gescheitert. Der Kampf wird hart werden, er wird denkwürdig, denn unser heutiger Kampf ist ein historischer. Die Eisenbahner sind wild entschlossen, durchzuhalten, die Regierung aber auch. Mit Schwung und Zuversicht machen sich Béranger und seine Kollegen auf den Weg zu einer Protestaktion vor dem Parlament. Es wird nicht die letzte gewesen sein. Nun streiken ja nicht nur die Bahner, sondern auch die Beschäftigten der Air France, die Müllabfuhr, die Elektrizitätswerke. Es geht insgesamt ja um ein neues Sozialmodell in Frankreich. Herr Professor Basner, wie entscheidend ist es für Macron und seine weiteren Vorhaben, dass er in der Bahnreform jetzt weiterkommt? Also zunächst mal, worum geht es? Es geht darum, dass die Sonderregime für die Renten mit privilegierten Gruppen, zum Beispiel die Eisenbahner, überführt werden sollen in ein Rentensystem, was für alle gleich ist. Nach dem guten alten Gleichheitsprinzip, Staatsbeamte, Private sollen eine ähnliche Rentenversicherung bekommen. Das ist das Ziel. Und das stellt, glaube ich, von der Bevölkerung kaum jemand in Frage, weil es ist ja auch schwer nachzuvollziehen, warum eine bestimmte Gruppe solche Privilegien haben soll. Das sind wirklich gigantische Privilegien. Von daher ist die Unterstützung der Bevölkerung auch nicht so groß für diesen Streik. Nicht nur, weil er furchtbar stört, wenn ich als Pendler nicht zur Arbeit komme, sondern weil eben auch das wirklich Privilegien sind. Von daher denke ich, war das sehr gut überlegt von Macron und seinen Leuten, dass sie da anfangen, weil das ist so ein eklatanter Fall von Bevorzugung einer Gruppe, das zurückgeht aus 19. Jahrhundert zum Teil, das ist unglaublich, ja, dass man das nicht so richtig gut findet in der Bevölkerung, dass die nun ausgerechnet diese Privilegien haben. Von daher war das ganz geschickt und die Streikfront bei der Bahn bröckelt. Es nimmt ab. Ja. Die Bereitschaft zu streiken nimmt jetzt schon deutlich ab. Ich würde mal, auch wenn ich keine Glaskugel dabei habe, mal sagen, dass dieser Streik irgendwann zu Ende ist. Es wird weiter verhandelt werden. Man wird vielleicht noch hier und da eine Stellschraube haben, wo man was machen kann. Aber insgesamt wird diese Reform durchgezogen. Dennoch rollt ja auch insgesamt eine Protestwelle auf Macron zu. Wir haben es in den letzten Tagen gesehen. Da sind Bürger auf die Straße gegangen und haben ihm vorgeworfen, dass er nur Reiche und Unternehmen bevorzugt. Ist sein Stern jetzt dann doch langsam im Sinken oder schafft er es, Frankreich Stabilität zu verleihen? Wenn man das vergleicht mit früheren Situationen, 1. Mai ist immer so ein symbolisches Datum, da guckt man halt mal, wie stark kann man mobilisieren gegen die Regierung, gegen den Präsidenten in diesem Fall. Und da war die Mobilisierung sehr, sehr schwach. Wenn man das vergleicht mit den letzten Jahren, war es minimal eigentlich. Von daher würde ich nicht sagen, dass hier eine Streikfront sich aufbaut. Man kann auch nicht beobachten, dass sich die einzelnen Gruppen, die wegen irgendwas streiken wollen oder es tun, dass die sich jetzt solidarisieren. Also eine Front im klassischen Sinne, die gemeinsam aus verschiedenen Gründen gegen Macron marschiert, die gibt es nicht im Moment. Auch die Universitäten, die ja zum Teil bestreikt wurden, weil man auch am Zugangswesen zur Universität was ändern möchte. Das hat sich auch erledigt, das fällt so stückweise dann immer wieder. Innerhalb eines Jahres haben sich da wirklich die großen, schwierigen, krisenhaften Themen erledigt. So klingt es bei Ihnen. Na, da kommt noch ganz viel, keine Sorge. Ich glaube, es ist noch nicht zu Ende. Denn diese Rentenreform, die wird ja noch ganz andere Gruppen auch noch mal treffen. Da geht es auch für die Beamten, Sie haben schon erwähnt, Beamtenschaft ist wichtig in Frankreich. Überall, aber Frankreich besonders wichtig. Da kann schon noch mal sein, dass hier
Ungemach droht, wenn er da allzu schnell und allzu radikal an Privilegien rangeht. Jetzt gibt's ja, schauen wir mal ein bisschen in Richtung Europa. Zum einen die innenpolitische Krise, aber auch die EU ist in der Krise. Der Koloss wankt. Jetzt braucht Frankreich natürlich Macron innenpolitisch. Ist er denn da überhaupt der richtige Mann für Europa? Das wird die Geschichte uns lehren, ob er der Richtige war. Also zunächst mal muss man sagen, er hat es im Unterschied zu vielen anderen Wahlkämpfen in europäischen Ländern geschafft, Europa ganz vorne hin zu positionieren und damit eine Wahl deutlich zu gewinnen. Das hat es einfach sonst nicht gegeben. Ja, es wurde eher mit Skepsis eine Wahl gewonnen. Gucken Sie nach Italien, da haben die antieuropäischen oder polemisierenden Kräfte deutlich die Wahl gewonnen. Das ist in Frankreich eben nicht so, das ist sehr erfreulich. Von daher kommt er mit der hohen Glaubwürdigkeit und auch mit der Legitimation natürlich jetzt aufs europäische Parkett und sagt, so, jetzt machen wir was. Und da hat er nun sehr viel auf den Tisch gelegt. Ehrgeizige, weitreichende Vorschläge, auf die man aber reagieren sollte, weil endlich sagt man einer was, nicht? Die deutsche Regierung hat über mehr als 10 Jahre immer gesagt, Frankreich reformiert sich nicht, die kommen mit ihrem Defizit nicht zurecht, mit denen kann man keine Europapolitik machen. Nun haben wir aber einen, der ganz schnell handelt, erfolgreich handelt, die Zahlen sprechen schon für ihn, dann sollte man bitte auch zur Kenntnis nehmen, dass jetzt Dinge auf dem Tisch liegen, auf die man dann auch antworten muss. Aber er hat ein Riesenreformpaket für Europa auf den Tisch gelegt. Aber finden Sie nicht, dass er sich damit übernimmt? Er macht große Worte, aber müssen ja noch Taten folgen. Ich freue mich ja, wenn irgendjemand in der Politik auf seinem Niveau den Worten Bedeutung beimisst. Wir sollten nicht uns davon verabschieden, dass Worte wichtig sind. Eine gute Rede ist schon etwas. Denken Sie mal an Martin Luther King, denken Sie an de Gaulle und die deutsche Jugend, denken Sie an Kennedy. Das waren schon Reden, die einfach auch etwas bewirkt haben in der Welt. Und in der Tradition sieht sich Macron einfach. Die sind sehr überlegt, die sind sehr reflektiert. Jetzt sagen Sie übernehmen, ja, wenn man das alles so verstehen würde, dass er es eins zu eins sofort umsetzen will, dann können Sie zu Recht sagen, ist ein bisschen größenwahnsinnig. Ja? Aber das will er ja gar nicht, sondern er hat nur gesagt, hier sind Horizonte. Er hat gesagt, ich habe keine roten Linien, ich habe nur Horizonte. Auch ein schöner Ausdruck. Ja? Und das, glaube ich, so muss man es, glaube ich, auch lesen, diese Vorschläge. Lass uns in diesen Horizont hinein etwas entwickeln. Und dann muss man streiten, dann wird man nicht in allem einig sein. Er wird auch kompromissbereit sein. Er wird vielleicht Dinge später machen wollen. Man wird vielleicht Dinge verschieben, weil sie nicht durchsetzbar sind. Aber einfach sozusagen, das ist jetzt zu viel verlangt, das machen wir nicht. Ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Und das spüren viele Bürger auch in Europa, dass man jetzt vielleicht doch den Moment hat, eine richtige Debatte zu führen. Und da ist Deutschland natürlich gefragt. Ja, auf Deutschland ist gefragt, da kommen wir gleich dazu. Aber er muss ja 28 Länder zusammenschweißen und da gibt es ja auch viele Antidemokraten, viele Nationalisten. Reicht Macrons Erfahrung wirklich dazu aus, die Länder zusammenzuschweißen, Europa zusammenzuführen, den Zusammenhalt zu stärken? Da hat er eine ganz klare Position und die ist ein bisschen anders als die der deutschen Bundesregierung. Er sagt ganz klar, wenn ich mitgehen will, diese wichtigen und unverzichtbaren Schritte. Wir müssen uns in der Welt anders positionieren als Europäische Union. Wer da nicht mitgehen will, der muss nicht mitgehen. Wir verlangen von niemandem etwas Unmögliches, was er in seiner Bevölkerung nicht durchsetzen kann. Deswegen verlangt Macron im Grunde ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, das wir ja schon haben in gewissen Bereichen. Nicht? Denken Sie an den Euro, hat ja auch nicht jeder. Das will er eigentlich. Und da kommt aus Berlin immer so ein bisschen das Gegenargument, was Sie zu Recht auch ansprechen. Wir müssen uns auch zusammenhalten. Die 28 minus 1 irgendwann dürfen nicht weiter auseinanderbrechen. Das ist eine interessante Debatte. Wie macht man das? Wie lässt man etwas vorangehen, ohne auszuschließen? Wie vereint man den Handlungswillen einiger mit den Bremserwünschen der anderen? Es kann aber auch nicht sein, dass immer der am meisten bremst, den gesamten europäischen Zug stoppt. Ich glaube, dann machen wir einen grundsätzlichen Fehler. Mhm. Bei Bremsen fällt mir natürlich Deutschland ein. Sie haben es vorher schon angesprochen. Aber ohne Deutschland wird Macron wahrscheinlich in Europa nicht viel bewegen können. Deswegen hat Macron auch bei seinem ersten Auslandsbesuch ein Zeichen gesetzt. Den hat er nämlich Deutschland abgestattet. An der Universität Frankfurt stellt Emmanuel Macron seine Visionen eines reformierten Europa vor. Er will einen europäischen Finanzminister und eine europäische Eingreiftruppe. Wir brauchen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gleichklang. Das ist der Zement unseres gemeinsamen europäischen Fundaments. Vor allem aber, wenn es ums Geld geht, stößt Macron bei der deutschen Merkel auf Granit. Gleichwohl ist die deutsche Kanzlerin bemüht, die Gemeinsamkeiten zu betonen, nicht das Trennende. Deshalb ist die Neubegründung Europas, die Neugestaltung Europas
eben mehr als nur das Friedensprojekt, sondern es muss auch ein Projekt sein, das zeigt, dass wir unsere Werte nur gemeinsam weltweit durchsetzen können und unsere Interessen nur gemeinsam weltweit vertreten können, wenn wir europäisch zusammenarbeiten. Ich glaube, das Wichtigste ist nicht unbedingt auf diesen oder jenen Vorschlag, dieses oder jenes Instrument zu diesem Zeitpunkt zu reagieren. Es kommt darauf an, dass wir die gleichen Ziele haben. Die Instrumente und Techniken können wir auch den Ministern überlassen. Entscheidend ist, wo wir am Ende hinwollen. Herr Basner, ist das Duo Merkel-Macron wirklich eine gute Kombi? Auf der einen Seite der Retter Europas und auf der anderen Seite die überlegte Merkel, die auch gerne mal zweifelt. Politiker sind Menschen, Menschen haben Charaktere und Eigenschaften und das ist jetzt mal so. Warum sollen sie eigentlich nicht zusammen zurechtkommen, wenn die Analyse stimmt, wenn der Blick auf die Realität ähnlich ist und wenn, wie der Präsident das eben mit dem Film gesagt hat, die Ziele, wenn man sich auf die Ziele einigen kann, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass eine sehr erfahrene, nun schon in der mehrfachen Kanzlerposition erfahrene Kanzlerin und ein junger, dynamischer, nach vorne preschender Präsident, warum sollen die nicht zusammenarbeiten können? Es geht auch viel um ihre Berater, es geht viel um die Ökonomen im Hintergrund, vieles ja auch ökonomisch zu klären. Und die arbeiten eigentlich ganz gut zusammen, da bin ich doch etwas zuversichtlich. Dennoch gibt es momentan nicht mehr als Absichtserklärungen. Vom letzten Treffen hätte man sich schon ein bisschen mehr erwartet zwischen Merkel und Macron. Ist es denn wirklich schlau von Merkel, jetzt so auf die Bremse, auf der Bremse zu stehen und Macron letztendlich mit seinem Reformeifer ja auch irgendwo im Regen stehen zu lassen? Also brüskiert sie ihn damit nicht auch und verspielt letztendlich eine Chance für Europa voranzukommen? Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass man in Paris schon etwas frustriert ist. Das ist schon so. Andererseits gibt es ein Datum, das ist Ende Juni, der Gipfel, der Europagipfel. Und vorher gibt es im Juni natürlich viele Treffen auf höchstem Niveau zwischen Deutschen und Franzosen. Da wird man schauen, ob man nicht doch gemeinsame Positionen festklopfen kann, die auf dem europäischen Gipfel Ende Juni eben präsentiert werden. Und dann wäre man aus dem Stillstand raus, dann wäre die Bremse gelöst sozusagen und dann könnte man etwas ins Detail gehen und versuchen, Dinge dann tatsächlich so umzusetzen, dass sie... Aber was passiert denn, wenn Macron keinen Erfolg hat, sowohl innenpolitisch als auch außen- oder europapolitisch? Er tritt ja jetzt am Großen Rat. Dann ist eine Riesenchance verspielt, weil ich sehe nicht in Europa, wer sonst diesen Aufbruchsgeist, diese Begeisterung, die auch ansteckend ist, verkörpern kann. Wir haben einige junge Politiker in Europa, der österreichische Kanzler, in Italien der Di Maio, der unbedingt Premierminister werden will, wahrscheinlich es nicht wird. Das sind auch junge Generationen, alles wunderbar, aber dass die nun Europa voranbringen und gemeinsames Interesse formulieren können, das wage ich doch stark zu bezweifeln. Von daher können wir eigentlich alle nur hoffen, dass man Macron zur Seite steht und in eine echte Diskussion eintritt. Also die Hoffnungen liegen weiter auf dem politischen Hoffnungsträger Macron. Dankeschön, Herr Professor Basner, für Ihre Auskunftsbereitschaft und für das Gespräch. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Das war Alpha Demokratie. Auf Wiedersehen. Morgen in Alpha Demokratie die Bundesnetzagentur, wie gewohnt um 19:30 Uhr hier in ARD Alpha.